Wie machen Pferde untereinander das klar? Angenommen, ich bin das ranghohe Pferd, er kommt hier in meine private Zone rein. Wie signalisiere ich als ranghohes Pferd ihm, dass er da wegbleiben soll? Wenn er schon da reingelaufen ist, dann geht es ja manchmal blitzschnell und dann wird ausgetreten. Heute geht es darum, wie du es schaffst, Respekt zu schaffen zwischen dir und deinem Pferd. Respekt ist aus meiner Sicht etwas Gegenseitiges. Das heißt, ich schaue, dass ich dem Pferd respektvoll gegenübertrete. Ich erwarte aber auch, dass das Pferd mir respektvoll gegenübertritt. Wie erreiche ich das nun? Gucken wir uns das mal in der Pferdewelt an. Ich habe das eben schon in dem Video kurz erklärt. Wenn wir das Ganze in Zeitlupe betrachten, läuft es in der Pferdewelt folgendermaßen ab, wenn das ranghohe Pferd das rangniedere Pferd für Bewegung fragt. Als allererstes legt das ranghohe Pferd die Ohren an. Das ist das Erste, was passiert. Das Zweite in Zeitlupe betrachtet wäre rhythmische Bewegung mit dem Kopf und dem Schweif. Und die Ohren sind immer noch angelegt. Das Dritte, was passiert in Zeitlupe betrachtet wäre, mit angelegten Ohren und rhythmischen Bewegungen läuft das ranghohe Pferd auf das rangniedere zu, weil es sich immer noch nicht bewegt hat. Das Vierte, was passiert, wenn das andere sich immer noch nicht bewegt hat, ist, dass das ranghohe Pferd es beißt oder tritt. Und zwar in einer Intensität, die nicht selten danach zur Folge hat, dass der Tierarzt kommen muss. Also Pferde sind dann nicht zimperlich. Und je mehr Respekt das Pferd zeigt, desto seltener oder gar nicht mehr kommt es dazu, dass es zu dieser Phase 4 mit Beißen und Treten kommt. Also auch in Pferdeherden, wenn man davon ausgeht, dass sie an einem Ort leben, wo genügend Platz zur Verfügung ist für die Anzahl Pferde zum Ausweichen, wo auch die Art des Zaunbaus so gemacht ist, dass keine engen Gassen entstehen, sodass das rangniedere Pferd wirklich immer gehen kann. Wenn ihr dort ein Pferd habt, das immer übersät ist mit Tritt- und Bisswunden, obwohl es die Möglichkeit hat zu gehen, obwohl genügend Fressplätze, Liegeplätze, genügend Platz zur Verfügung ist, dann schaut euch dieses Pferd mal genauer an. Vielleicht ist es einfach respektlos, resistent, sitzt die Dinge aus und wartet immer, bis es ernst wird. So, und in dem folgenden Video, das jetzt gleich kommt, seht ihr, wie das aussehen könnte, wenn ein Pferd auf diese Phase 1 des Menschen eine Reaktion zeigt. Das heißt, ich fahre die Energie hoch, habt ihr gesehen? Auf Phase 1 hat er sich bewegt. So, ihr habt das Video gesehen, es war mein Alibaba und man konnte deutlich sehen, dass er auf diese Phase 1, die ich als Mensch mit meiner Präsenz zum Vorschein bringe und zeige, sich bewegt hat. Das ist Respekt. Jedes Mal, wenn ich das Pferd berühren muss und erinnern muss, mehr Nachdruck in die Sache bringen muss, war das Pferd nicht respektvoll. Ich erkläre euch das jetzt mit einem Pferd im nächsten Video. Ich möchte jetzt das Pferd nicht mehr mit physischem Druck bewegen, sondern mit psychischer Energie. Bevor ich das jetzt mache, schicke ich das Pferd zuerst so weit weg, dass ich es nicht mehr an der Brust berühren kann. Okay, dann nehme ich Maß vom Karabiner bis zu meiner Hand, dass das Seil und der Stock ungefähr dieselbe Länge haben. Ob ich jetzt den Rest auf die Erde lege oder hier über den Ellenbogen, das überlasse ich euch. Und ihr erinnert euch vielleicht an Phase 1. Auf Phase 1 ist das Ohrenanlegen. Das heißt, Phase 1 ist diese psychische Präsenz. Es hat so was zu tun mit tief einatmen, der Brustkorb hebt sich. Das ist auf der einen Seite eine physische Präsenz, die größer wird, aber auch eine psychische Präsenz. Wenn sie näher kommt, mit dem Abstandhalter, halte ich sie wieder auf Abstand. Diese psychische Präsenz macht nichts mit ihr, merke ich schon, passiert nichts. Ja?
Nach 3 bis 5 Sekunden kommt Phase 2 hinzu. Phase 2 sind rhythmische Bewegungen mit dem Stick, und zwar ungleichmäßiger Rhythmus. Dum, 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 dum. Ich merke, auch diese Energie macht nichts mit ihr. Ich warte 3 bis 5 Sekunden, dann gehe ich mit dem gestreckten Arm auf sie zu, und wäre sie nicht gegangen, hätte ich sie an der Brust berührt. Da sie aber gegangen ist, bringe ich sofort Entspannung in meinen Körper, bedanke mich, indem ich ihr Komfort gebe, und frage dann erneut für den nächsten Schritt. Sie hört nicht zu, guckt in die Gegend rum. Ich mache rhythmische Bewegungen, passiert nichts, ich gehe auf sie zu, passiert nichts. Ich berühre sie und sie hat einen Schritt gemacht. Warte wieder einen Moment, dann erneut psychische Präsenz. Jetzt hatte ich für einen kurzen Moment wirklich den Eindruck, dass sie das wahrgenommen hat. Rhythmische Bewegung. Okay. Ja, im Moment will ich immer nur den einen Schritt. Muss nicht mehr sein, nur den einen Schritt. Und wenn sie den Schritt zurückgeht, gehe ich den Schritt vor, dass ich immer hier auf dem gleichen Abstand bin. Phase 2, Phase 3 und 4. Diesmal habe ich sie etwas fester berührt, weil ich musste sie jetzt schon das zweite Mal berühren. Mal gucken, ob das jetzt noch mal so ist, dass sie berührt werden muss, um sich zu bewegen, oder ob sie auf die restlichen Zeigen sich bewegt. Okay, dankeschön. So, angenommen, so freundlich wie möglich, wenn ich das Pferd berühren muss, so freundlich wie möglich. Angenommen, ich berühre das Pferd Phase 4 in der Intensität und es passiert nichts. Fange ich wieder von vorne an mit den 4 Phasen, aber ich merke mir die Intensität. Das nächste Mal, wenn ich jetzt das Pferd berühren muss, das zweite Mal, dann berühre ich es vielleicht mit der Intensität. Wenn sie wieder nicht wirklich reagiert, das dritte Mal werde ich die Intensität noch ein bisschen höher machen und das vierte Mal noch ein bisschen höher. Allerdings, wenn das vierte Mal, wenn ich im Grunde schon alles, was ich habe, gegeben habe, nichts passiert, also angenommen Phase 4 von 4 und das Pferd hat sich nicht bewegt, was mache ich dann? Also früher, ne, dachte ich, dann muss ich jetzt noch eine 5. Phase 4 hinterher tun. Und heute weiß ich, das ist nicht notwendig. Wenn ich Phase 4-4 in der Intensität ans Pferd bringe, und tatsächlich gibt es Pferde, die dafür fragen, sie nicht, sie nicht. Ne? Bei ihr reicht schon, wenn ich den Boden berühre, so fest. Ja? Dann werde ich als nächstes das Pferd wieder mit Phase 4-1 berühren. Und habe meistens ein Ergebnis. Na, ich muss nicht immer mehr und noch eins drauf und fester, sondern wenn ich Phase 4-4 habe, dann fange ich wieder an bei Phase 4-1. Die wenigsten Pferde werden Phase 4-4 fragen. Aber es gibt welche, deswegen erzähle ich es euch. Ja? Wichtig ist, wenn ich sie berühren musste, dass ich dann wieder teste, kann ich sie jetzt auch wieder streicheln damit. Ne? Weil sie war jetzt ein bisschen voreingenommen und auf halb 8. Ne? Da muss ich wieder gucken, weil es ist ein Unterschied, ob ich so zu ihr hingehe, ja, so ganz entspannt und nett, ja, oder ob ich meine Präsenz hochfahre, rhythmische Bewegungen mache, dann auf sie zukomme und sie sich bewegen soll. Deshalb achtet drauf, was euer Körper sagt, ne? Dass ihr wirklich Unterschied macht zwischen Präsenz und Dankeschön. So, ich hoffe, diese Videos helfen euch etwas dabei, euch mehr Respekt beim Pferd zu verschaffen und die Sache auch mal aus Pferdesicht zu sehen. Ich empfehle dir, schau dir eine Pferdeherde, eine Offenstall, eine Weidenhaltung, Pferdeherde an und beobachte mal, wie dort die Pferde sich gegenseitig Respekt verschaffen. Ihr werdet sehen, dass das ranghohe Pferd immer 2 Privilegien hat. Das ranghohe Pferd darf die Rangniederen in der Bewegung einschränken, du kommst hier nicht vorbei. Und es darf die Rangniederen bewegen. Und diese 2 Dinge möchte ich als Mensch, wenn ich mit Pferden zusammen bin, gerne auch tun. Einen kleinen Einblick hast du in diesem Video erhalten. Und ich werde dir weitere Videos zu diesem Thema zur Verfügung stellen, denn
Mir reicht es nicht, dass das Pferd respektvoll ist. Ich möchte auch, dass es sich Mühe gibt und kritikfähig ist, damit wir diese Liste hier vollenden. Also heute ging es um das Thema Respekt. Schau dir gerne meine weiteren Videos an. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen. Würde mich freuen, wenn du Feedback hinterlässt, wenn du vielleicht von deinen Erfahrungen berichtest oder folge einfach den Links zu weiterführenden Coaching-Videos. Ich wünsche dir viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Tschüss!